Herzlich willkommen, meine Freunde, hier wieder bei mir an die Gamodrome auf YouTube. Grüßt mich wieder zum Truck and Logistics Simulator. Ja, und wir sind jetzt dabei. Wir haben jetzt gerade 70.000 Credits ausgegeben in der vorherigen Folge. Ging eigentlich relativ schnell, diese 70.000 zu erwirtschaften, muss ich sagen. Und haben uns jetzt hier einfach mal einen LKW gekauft, um mal zu schauen, ob wir jetzt mal in die großen Aufträge reinkommen. Das würde mich jetzt mal richtig interessieren. Den LKW belassen wir einfach so, wie wir ihn jetzt aktuell haben. Wir könnten ihn natürlich jetzt hier nochmal ein bisschen individualisieren und hier nochmal ein paar Sachen verändern. Ne, das habe ich euch vorhin schon mal gezeigt. Man kann jetzt hier so ein bisschen sein... Nö, da ändert sich jetzt einfach mal gar nichts. Machen wir mal wieder einen Bug. Eigentlich sollte sich jetzt hier die Farbe der... Oder ist das... Achso, okay, war ausgeweist. Gut, ich habe nichts gesagt. Ne, können wir hier noch die Farben ändern wieder, ne? Wer es möchte. Ja, also mir ist das relativ egalo. Ne, hier kann man auch noch alles knallgrün machen, wenn man Bock hat. Ne? Und so. Habe ich aber nicht. So, achso, Einzelspielmodus zurück. Und wir fahren das Teil jetzt mal. Und werden mal gucken, was wir jetzt für Aufträge bekommen. Ich bin gespannt, ob wir wieder irgendwelche Kisten von A nach B fahren müssen oder Generatoren oder ob es jetzt hier mal wirklich in die Materie geht. Ja. So, warten wir mal ab. Okay, hier können wir uns dann auch theoretisch die Mission für andere Fahrzeuge anschauen. Fahrzeug im Besitz-Button, okay. So, bin ich ja mal gespannt, was wir jetzt haben. Auf jeden Fall sollte ich erstmal tanken. Hier ist auch gleich irgendwo eine Tankstelle. Ja, deutlich schwerfälliger der LKW, ne? Muss man sich vielleicht auch erstmal wieder dran gewöhnen. Willkommen beim Truck Simulator. Nein, das ist ja nicht... So, wir tanken, was wir können. Wir haben nämlich nur noch 200 Credits. So. Okay, können wir doch mehr tanken, ne? Wir hatten aber nur noch 200 Credits. Muss ich jetzt komplett auftanken? Gehen wir dann ins Minus oder was? Wir müssten jetzt eigentlich theoretisch ein Minus sein, ja? 306. Aber das erwirtschaften wir mit dem nächsten Auftrag mal eben lockerflockig wieder raus. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Okay, den müssen wir jetzt beladen. Alles klar. Was verdienen wir denn hier so? Das ist ja nichts. Und dann nehmen wir mal lieber das hier. Komm. 14.000. Gut, okay. Sind jetzt ungefähr 5 mehr als in den Aufträgen davor. Müssen wahrscheinlich auch deutlich mehr laden. Stellen wir es mal fein säuberlich hinten ab. So wie es sein soll. So, da muss natürlich wieder die Gabel ganz unten sein. Schieb dich mal rum da. Ja, einmal abladen bitte. So, wieder drauf da die Schippe. So, komm, wieder zurück. Einen Screenshot machen hier. So, und können wir loslegen. Mach zu die Klappe, switchen wir um. Jetzt müssen wir den Aufleger noch andocken, okay. Einfach gemacht, aber mit dem
Kreis, ne? Und mit dem Pfeil, das ist wenigstens eine gute Hilfestellung, die sie hier geleistet haben. Pass auf, der Don hat mir volle Kanne rein. Ich wette es. Oh, ich glaube, hier mache ich wirklich eine andere Ansicht. So. Guck mal, der donnert mir einfach rein. Seht ihr das? Das meine ich mit der Engine. Man hat es gerade im Rückspiegel gesehen. Ja, fährt sich deutlich schwerer. Aber es ist auch ein LKW. Ja, und gib mal Gummi. Ja, fährt sich schwerer. Das Handling ist deutlich schwerer. Aber es geht. Na, okay, man muss wirklich aufpassen. Ja, man wird gerne leicht zu schnell und dann unterschätzt man es wieder im Bremsweg, ne? Na, ja, der muss ich vorbeiziehen lassen, das wird nicht. Ich will ja hier runter. Bin ich selber nicht besser hier mit 25 km/h auf der Autobahn. Ja, ganz witzig ist, in der Garage habe ich jetzt gesehen, dass man einen Monster Truck kaufen kann. Das habt ihr in der Folge davor sehen können. Interessant auf jeden Fall. Nächste müssen wir wieder runter. Oder? Ne, ist nur eine harte Kurve, ne? Naja, ne, doch, wir müssen rechts runter. Der brummt was zurecht hier, ey.
und dran vorbeigeschoben. Ja, und ihr seht wirklich wenig Verkehr auf der Straße, oder? Also so ein bisschen mehr hätte man auch haben können. Warum hier Begrenzungspfeiler mitten auf der Straße stehen? Das ist mal ein Rätsel. Aber mir fällt gerade auf, in der Cockpitansicht hat man das Navi weiter oben. Das ist ein bisschen hilfreicher. Muss man nicht ganz so weit unten in die Ecke schauen. Ja, ist klar, ist klar. Auf hier. Was ist denn die Verladestelle? Da hinten rum? Ah, hier. So, dann nehmen wir auf jeden Fall die andere Ansicht. Haben wir geschafft, super. 14.000 gab's. Nice. So, Ding ist abgekoppelt, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir in der Folge noch einen anderen Transportauftrag. Und dann war es das an sich auch schon mit meinem Let's Play über Truck and Logistics Simulator. Wir hatten jetzt 4 Folgen. Und ich denke mal, das reicht, um euch hier wirklich einen guten Eindruck zu geben. Wenn wirklich massive Verbesserungen im Spiel auftreten, werdet ihr merken. Oh, guck mal, was haben wir hier zum Beladen? Machen wir mal. Mal was anderes. Anderes Beladungsfahrzeug. Ist ja schon eine Nummer größer. Mal gucken, was wir darauf laden müssen. Das ist ja interessant. Ah, wir müssen jetzt einen ganzen... Ah, okay, ich verstehe. Wir müssen jetzt einen Container aufladen. Müssen wir die ganz genau treffen, ne? Ah, jetzt haben wir den Container auch dran. Schön verbuggt vorne am Reifen. Soll denn das gehen?
Ich möchte den jetzt hoch und hoch. Ah, okay. So, drauf da. Super. Ladung geschafft. Nice. So, jetzt können wir den Auflieger definitiv nehmen. Dann fahren wir gleich einen Container mal von A nach B. Also es ändert sich wirklich ein bisschen, was man so an Transporten hat. Das ist schon ganz cool. Ich habe wirklich schon Sorge gehabt, dass es sehr, sehr monoton ausfallen wird. Bin ich doch gerade nirgendwo hängen geblieben. Aber gut, das Spiel sieht's anders. Na, das wird aber jetzt eng hier. Aber gut durchgefädelt. Ja, es war klar, dass ich da hinten jetzt nochmal anecke. So, Kamera erstmal richtig einstellen, sonst würde es nichts. Ich gehe auch wieder in die Innenperspektive, das ist mir lieber. Hat man doch ein bisschen mehr Kontrolle. Ach, scheiße, Ausfahrt verpasst. Das kommt vom zu schnellen Fahren.
Wir sollen mal rumkommen. Zeigt er uns an. Ja, kommen wir auch. Nadel vom Tacho erstmal im Anschlag. Also verkackt. Weil ich gerade auf den Tacho gesehen habe. Weil ich wirklich gerade auf den Tacho gesehen habe. Wenn man nicht permanent seine Augen wirklich auf diese Minimap hält, dann ist das alles kaputt. Komme ich denn da jetzt nicht lang? Aufleger hin. Ja, das meine ich. Das meine ich. Das ist die KI, die ich auch wirklich im schriftlichen Testbericht auch bemängeln werde. Aber gut, dafür entlohnt jetzt gerade hier wieder die Sonne ein wenig, ne? Sieht schon ganz schön aus. Vor uns auch schon in Schleudern. Zu geil. Boah, wie fad, hat das schon wieder gesehen? Ständig. Na, jetzt fahren wir hier einfach mal wieder 30 raus. Erstmal den Transporter mit da. Wo ist denn der Ablagepunkt? Dahin. So, wechseln wir mal Perspektive.
14.000 gemacht. Alles klar. So. Ich will mal kurz mal schauen im Menü, in der Garage. Wofür sind meine XP-Punkte? Wird mir das aufgeschlüsselt oder wird mir das nicht aufgeschlüsselt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wofür hat man diese XP? Für nichts. Nee, ich denke mal, dadurch kriegt man wahrscheinlich immer bessere Aufträge zugestellt. Immer umfangreicher. Ne, teilweise habe ich schon gesehen, kann man ganze Baufahrzeuge transportieren und sowas. Ne? Das kommt auch noch. Also nicht nur Stückgut, sondern auch andere Fahrzeuge selber werden transportiert. Passt schon, würde ich sagen. Ja, meine Freunde, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit dieser Folge. Ich glaube, eine werde ich noch dranhängen. Und dann war es das aber hier zum Truck and Logistik Simulator. Ja, weil ich denke mal, ich will euch noch nicht zu krass spoilern. Ihr habt einen guten Eindruck bekommen können. Wie gesagt, in der nächsten Folge schauen wir mal noch, ob wir noch mal ein paar andere Transportaufträge hier bekommen. Ja, und ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hat mich wieder gefreut, dass du dabei warst. Und ja, dann verabschiede ich mich wie immer. Wir sehen uns. Mach's gut.